Das bin ich das wieder. Was? Ja. Waren schon ein paar schöne Fische dabei. Ja. Und da du deine ganzen Fische verloren hast, ist jetzt auch nicht groß gewesen. Deswegen muss ich das jetzt auch mal speziell sagen. Ja. Gehört dazu, ne? Aber woran lacht das jetzt gerade? Was hast du jetzt gemacht, dass das auf einmal wieder geht? Restart. Ich hab einfach ausgemacht. Ja, das habe ich auch vorhin ein paar Mal gemacht. Wieder Plan, an. Flachs. Und dann aber war du wieder hast, gut. Du hast den Stecker rausgezogen. Ja, aber vorher, bevor ich ausgemacht habe. Egal, Ton läuft wieder. Jetzt funktioniert es wieder, das ist wichtig. Und haben wir noch ein bisschen. Ist ja noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, aber da können wir in der Zeit mal in 20 Fische. Können wir noch zwei Fische fangen oder 12. Wo war ich denn jetzt? Ach, da war ich. Okay. Oh, das sehe ich hier. Hä? Das sehe, da kriege ich immer schon Angst und leicht. Ich leicht Angst, wenn ich das sehe. Hm? Also was siehst du? Ja, das da. Weiß gar nicht, was du meinst jetzt. Da, ja, die rosa, die orangene Spitze da. Da passiert doch gar nichts bei dir. Bis jetzt nicht. Also. Glück gehabt. Ganz schön kalt, oder? Jetzt mit dem Wind wird es richtig frisch. Boah. Kannst du sagen, was du willst? Das ist so ein richtiger Temperatursturz gewesen. Ja, wird auch wieder kälter. Auch nachts wieder. Ich bin total voll Schleim hier. Und morgen schön Regen. Ist so, ne? Ja. Deswegen mussten wir heute schon los. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja alles gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt von der Gequatsche von vorhin drauf hatten, oder nicht? Ja, macht ja nichts. Dann ist das doch... desto besser das Ganze dann. Nicht, dass wir jetzt alles doppelt und dreifach reden. Und so, musst du das jetzt wiederholen? Mit dem Wettkampf hier. Das hatten wir, glaube ich, schon drauf. Hä? Das ist, glaube ich, schon das drauf. Das war bei dem ersten, ne? Dritter. Ist wieder Match hier, kosten 20. Online anmelden. 16 Plätze sind immer zu vergeben. Und ob mit Method oder mit Stange, beides funktioniert. Zumindest heute. Ja, heute geht beides, auf jeden Fall. Aber ich meine, dass die letzten Matches auch mit 13 Meter bestritten worden sind. Hat er ja vorhin auch gesagt. Ja, der angelt auch wieder drei. Ja, nee, der hat auch verkürzt. Der war vorhin länger aus. Jetzt ein Stück. Hat er sich bei uns abgeguckt. Na, der braucht sich bei uns nichts abgucken. Ja, ich weiß. Da können wir abgucken. Ja, ist nicht schlimm. So, der Sohn von dem, was soll ich jetzt so sagen jetzt? Von dem Betreiber. Betreiber. Wer macht uns jetzt gleich die Sandwiche? Was hast du gesagt? Wer? Der da gerade angelt? Ja, der sitzt doch da. Alter, wäre aber angepisst, wenn der zu dem sagst, du willst ein Sandwich haben. Tim, zwei Toasties jeder. Und zwei Cola Zero. Thank you well. Ja, der freut sich. Was? Ja, ich habe das schon gesehen. Das ist alles auf Kamera und ich empfehle dir für Wettkampf hier. Ne? Du verrätst gerade deine Taktik. Da lacht er. Da lacht er. Ui, ui. Oh, ist schon wieder krumm gewesen. Warte, warte. Oh. Was mache ich eigentlich? Ich angel Method. Bin ich doof? Bist du verwirrt wegen Toasten? Ja. Junge, was mache ich eigentlich? Meine kleinste Bewegung schlage ich an hier, oder wie? Ja, Method ist krumm. Ja, ach was. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, muss ich ja anscheinend. Ja, scheinbar. Du schlägst ja bei jedem Zitterlein an. Nee, nicht bei jedem, das habe ich jetzt einmal gemacht. Ja, beim zweiten. Du Nasenbohrer. Fängst schon wieder an? Brain. So. Ich fange hier nichts. Ja, weiß ich. Fängst die ganze Zeit schon nichts. Ja, ist klar. Du machst ja extra keinen Ton an. Ich fange die ganzen Fische hier. Du hast das manipuliert. Ich habe gar nicht manipuliert. Weil das so gut gelaufen ist. Bei mir ja. Wer hat denn den dicksten Torpedo gefangen hier? Oh. Der aussah wie eine Barbe. Oh. Der war wirklich schön. Hatte ich vorher schon.
Ja, nee, aber ja, aber ich fand den wirklich schön. Ja, gibt's so eine Zigarre so, ne? Ja. Der sah geil aus. Was ist denn los hier? Hast du auch nicht überall so solche Karpfen, oder? In die Wildform nicht, ne? Ja. Die gibt's. Aber vorwiegend Schuppis heute, ne? Ich hatte jetzt einen Spiegler gerade. Ich hatte gar keinen Spiegler, oder? Ja, nur nee. Schuppis. Ja. Irre. Und die haben noch mehr Dampf, die Schuppis. Die sind wilder, die Punkers. Ja. Was ist das denn hier? Hä? Nichts passiert hier. Aber die kleinen Karpfen, die wilden Karpfen, die fängst du auch bei uns am Baggerloch. Der ja. mit dem Rhein in Verbindung ist. Ach geil. Aber die gehen ab. Ja. Dann ist hier dein Kindergarten gegen. Die Rheinkinder, die haben da ganz andere. Wie bekloppt. Die müssen ja ganz anders Gas geben, damit die vorankommen. Geht der jetzt wirklich Toast machen für uns? Ja. Ja, du bist auch ein Arsch, ey. Der war doch selber. Den haben wir doch vorhin so besprochen, heute Morgen. Der arme Kerl hätte sie nur angeln lassen können. Der packt die da rein, geht zwei Fische fangen und holt die wieder raus. Die sind da fertig. Oh, die muss er nur warm machen. Also wieder mein Brian. Oh. Hätte ja auch sagen können, nö. Das wäre auch okay gewesen. Ich glaube, ich sitze gerade nicht vorteilhaft hier. Kann das sein? Warum? Kriege ich meinen Toast. Sieht man den Toast schon, oder was? Ja, guck mal so vor. Er sieht gut aus auf deinem Handy. Ehrlich, sieht gut aus. Also gut stehen. Kriegst ja, gut, nutzt nur nichts, wenn kein Fisch drin mit bei ist. Hast du doch, oder nicht? Nee. Nee? Danach erst aufgestellt. Ja, kommt sofort. Wenn du Fragen hast, sag was. Mach ich. Oh. Oh. Ja. Das hab ich ja sogar gesehen. Hast du gesehen, wa? Ja, Winkel. Ich hab das orange Ding auch im Auge. Hätte ich noch schneller machen müssen? Warte. Oh. Junge. Ach, komm mal. Ja, lass mal. Ja. Jeder zweite ist schon abgerissen. Oh. Pass auf. Oh, das wäre der Kracher, ey. Das wäre für mich heute noch. Ja, das. Eine kleine Befriedigung. Ich will jetzt nicht sagen. Ja, Genugtuung kann man das auch nennen. Kann man sagen, ja. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Aber habe ich jetzt so auch schon, weil ich fange jetzt gerade unwahrscheinlich gut. Bei dir ist ein bisschen schlecht, oder? Ja. Den verliere ich gleich wieder, ich sehe das schon. Ich spüre das schon wieder, weil ich wieder zu hoppig sein muss hier. Ja, war nicht so viel Druck. Ja, das weiß ich. Als Harry Bignell Fischomania gewonnen hat, hat sein Buddy da immer gesagt, take your time, Harry. Aha, vielleicht bin ich am Clip dran. Ich weiß gar nicht, wie Gummis hier. Hast du Gummis dabei? Selbstverständlich. Entschuldigung. Schnorbert. Hä? Schnorbert. Hast du schon wieder Schnorbert gesagt? Ich habe Gummis dabei. Oh, ich habe auch hier vorne sind sie. Ich kann Martin angeln. Da habe ich ihn gerade gesehen einen. Ja. Oh, ich muss umswitchen. Ich muss hier an der Seite füttern. Fang schon mal an. Das ist klar. Warte, ich hab hier gerade einen Fisch gesehen. Ja, hab ich auch gesehen. Aha. Aber was willst du denn da hinlegen? Dein Knochen hier oder was? Ja, dann baue ich gleich noch ein Kit auf. Margin-Montage und dann geht das los. Ernsthaft? Ja. Okay. Ja, du musst halt lernen. Ist ja schon gut. Ich habe ein paar mehr von den Dingern dabei, wo ein Gummi drin ist. Warum ist jetzt hier da hinten nichts mehr? Du weißt ja, warum bei dir nichts mehr ist. Ja, die alle bei dir sind. Richtig. Hast du das mal verstanden, Junge? Ja. Komm hoch jetzt. Nasenbohrer. Also bestimmt ein Dicker. Hä? Ein Dicken. Ja, ich weiß nicht, was hier dick ist. Keine Ahnung. Ja, 9 Kilo wäre schon richtig dick. Bei meinem Glück, die letzte Zeit fange ich nicht viel, aber immer die dicksten vom ganzen See. Puh, ja. Hast du gesehen mit dem Stör? So, ja, so wie die ganze Zeit vorhin. Wie die ganze Zeit vorhin? Da waren nur die Dicken. Waren ja, warte dran. Mal. Nur die Dicken hat er gefangen. Ja, ja, ja. Wir sind ja noch nicht fertig.
Guck mal, wenn er schon. Rolle läuft und knatscht. Hast du einen Stör gesehen, ne? Ja. Hast du gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Den Stör? Hast ja ein paar Stunden gedrillt dran. Nicht ein paar Stunden, 40 Minuten. Ja, geht doch. Ja. Mit der kleinen Methodroute. Zack, ab ist er. Ach, das ist wieder so viel Scheiße da was. Tja. So. Das war kein Grundlicht. Hätte ich dir gegönnt. Hä? Hätte ich dir gegönnt. Dann lügst du sowieso. Du Quatsch. Was, du lügst. Warum sollte ich denn? Weil du immer lügst. Bist du mal gewohnt, oder was? GoPro-Aufnahmen stoppen. Da geht wieder. Ich habe auch mal wieder einen. So. Natürlich nur die Frage, ob wir den auch rausbekommen. Wir müssen den Günni irgendwie beschäftigen, dass der nicht so viel labern kann. Warum? Ja, weil du den nicht ablabern kannst, den Fisch. Ach so. Nein, ich gönne den noch. Wir haben jetzt so viele Fische verloren. Ja, jetzt einiges. Aber muss das aber auch gut sein. Gehört dazu, das ist aber... Aber bei mir weiß ich, wo dran gelegen hat, da werde ich jetzt sehen. So. Was haben wir denn hier? Chuppi bestimmt, oder? Das würde mich nicht wundern, nach dem heutigen Tag. Ah, nicht in dem Margin. So. Ja, das sieht ja gut aus. Ist ja gut? Ja. Schön. Was ist denn hier? Also, zeig hol mal, auf, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Oh, oh, der ist besser. Okay. Guck mal, der Gummi. Der Yumi. Der Yumi geht. Da war er schon. Ich muss das so hoch halten, weil das die Schnur bis zum Haken länger ist wie das Kit. Okay. So, und dann mit dem Gummi noch hängt der Haken dann hier unten irgendwo. Deswegen muss man das. Aber der hat noch keinen Bock. Null Bock. Bei mir so. Tack. Oh, tack. So. So, mal der obligatorische Double Trouble. Bei uns, ne? Immer, oder? Wie immer. Der darf nicht fehlen. Aber bei mir ist ein kleiner Wilder. Ist egal. Hauptsache ein Double. Oh. Junge, der lässt sich aber bitten hier. Hä? Der lässt sich aber bitten hier, der Bursche. Wo ist er denn? Sollen wir heute Forellen angeln oder wie? Oh, schicke Schuppi. Hä? Schuppi, ja. Und so, glaube, Schuppi wieder. Glaube der größte heute. Wenn wir ihn rausbekommen. Aber der hat noch nicht viel Bock. Da ist er. Jetzt hat er Luft. Zack. In the net. Hier ist mein kleiner. Oh. Schlüpferstürmer. Handlänge. Aber trotzdem. Ein süßer. Geht auch schnell wieder weg. Und jetzt kommt gleich hier. Unterarmlänge. Handlänge. Handlänge. Ich habe große Hände. So, ich habe früher ein paar Abrisse gehabt. Was heißt Ausschlitzer, nicht Abrisse. Abrisse Aussteiger. Aussteiger, genau. Tim, du darfst gerne kommen. Und zwar habe ich dann noch die andere Route benutzt. Und jetzt habe ich die Blechform, die ist voll parabolik. Und ich denke, jetzt kriegen Kannst wir die Fische raus. Kannst du ruhig mal deine Kamera winken?
Oh, guck mal, jetzt wenn du die Hände frei essen. Hast. Ein Ich. Ja. Da ist nochmal ein Service. Der Güni. Jawohl, danke sehr. Geht. Ne? Also Verpflegung gibt es hier auch. Kleine Snacks. Man verhungert nicht. Das ist der Sohn, der die Fische hier alle mit dem Vornamen kennt. Super. Sehr nett. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Thank you, Bell. GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen. Ja, viel größer ist er auch nicht, oder? Jetzt ist der komplette Gummi weg. Ja, nimmst du ein neues, hast du doch noch da liegen. Nee, das ist auf der Spule drauf. Das ist so klein, deine Gummis. Egal, erstmal Fisch. Darum geht es ja eigentlich. Und Gummis. Aber so groß ist er doch nicht. Der kleiner Schlüpferstürmer. Was ist mit dir jetzt? Was machst du? Änderst du was oder? Ich will hier an der Seite. Hä? Ich will hier an der Seite. Oh ja, das war nicht mal ganz so. Das ist ja deutlich größer wie die anderen. Ja. Da kannst du nicht mehr von Handlänge sprechen. Ja, ja, schon ein bisschen. Ein bisschen. Das ist die Zigarre von vorhin. Nee, da gibt es ein paar mehr von. Ja, denke ich mir auch. Da ist der Zicken. Gib her. So will ich. Man merkt schon, dass die nicht ausgedrillt sind. Wie auch. So, da ist er. Der Kleine. GoPro-Aufnahme stoppen. Wieder so ein Zappeligen. Merkst du sofort, ey. Ja. Guck mal. Ja, ist egal. Schlüpferstürmer. Dafür wart jetzt ganz schön lange ruhig wieder. Bei mir ist nichts mehr. Tote Hose. Guck mal, hat der Rumspende. Guck mal. Ja. Forellenangeln machen wir heute. Köderfische für Zander. Ja, für einen Zander, genau. An Adventure, der Zander, der will die haben. Fishing Adventure. Oder die dicken Hechte da. Oder die, hä? Die, wie heißen die, Schwarzbarsche? Haben die da auch da drin, oder? Streifen. Streifenbarsche. Aber schwarz glaube ich auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die haben alles. Ich habe das doch nicht so mit Raubfische. Hä? Ich habe das doch nicht so mit Raubfische. Oh. Weißt du doch. Ja, weiß ich nicht. Ist ja nicht schlimm. An meinem Glück flitsche ich mir immer. Zack. Oh, hier ist er. Ja, zack, zack. Guck mal, hier der Wilde. Hand lang. Hand lang. Handlang ist er. Nee, so mal wieder nach unserer Verpflegungsphase. Stimmt, war letztes Mal genauso, ne? War genau dasselbe am Störpuff. Verpflegung aufgenommen. Bupp. Ging nichts mehr viel. Aber hier sind die Fische das auch gewohnt, weil wenn hier ein Match ist, ist immer eine halbe Stunde Pause. Also machen die Fische auch Pause, oder wie? Nein, nicht, aber die wissen das dann. Kein Futter reinkommt. Oder holen in der Zeit alles weg, was sich angesammelt hat. Einen dicken möchte ich noch haben. Ja, einen vernünftigen hätte ich auch gern für mindestens ein schönes Foto. Jetzt habe ich extra die Route gewechselt.
damit ich eine parabolische Route habe und nicht so schnell die dicken Fische verliere. Jetzt kommt keiner mehr. Auch gemein. Da müssen wir gleich mal da drüben bei ihm auf den Platz schmeißen. Der telefoniert und telefoniert ja eh nur. Warte, ich werf da jetzt hin. Schon sind wir zu Hause. Der Bruder guckt immer Formel 1, wenn der im Match sitzt hier. Wegen Max Verstappen. Ernsthaft? Ja. Ja, warum nicht? Hat auch das Handy laufen. Aber Wettkampf ist sowieso nicht so meins. Doch. Ja, du ja, weiß ich. Da habe ich schon öfter mal Bock drauf. Aber ich sitze gerne so im Wald, am wilden Wasser irgendwo. Und dann zwei, drei Ruten mit einer bisschen Fiedern. Eine Karpfenrute, so ein Allround. Eine Karpfenrute und dann nochmal vielleicht eine Raubfischroute draußen. Oh ja, das finde ich gut. Ey. Am liebsten so ein bisschen im Wald drin. Das finde ich klasse. Oder am Rhein, am wilden Strom. Machen wir alles. Da weißt du nie, was du hast. Das ist aber der wilde Strom hat zu viel Wasser, immer noch. Nee, kannst vergessen. Da geht nicht, du warst ja gucken gestern. Ja, da geht nicht. Sonst wären wir heute, glaube ich, nicht hier. Nee. Kommerschal mache ich auch schon mal gerne, aber immer muss ich da auch nicht haben. Ach ja. GoPro-Aufnahme stoppen. Der trotzdem will. Da hat er wieder einen. Ja, aber will er einen Schlüpferstürmer? Der hat die ganze Aber gebissen hat er wie einen großen. Eben. Aber ich glaube nicht. Aber der ist nicht ganz so klein. Naja, aber du musst trotzdem mit der Spitze. Wobei die ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Da habe ich Glück, wenn die. Nee, reicht noch, ne? Da passiert doch nichts mit der Route. Da hole ich die Fische raus. Die andere Route, die ist nicht so parabolisch. Aber die war auch länger. Die war mehr in meinem Gesicht. Die hat eine Vollparabolik, 3 Meter Method. Schon besser. Ja, doch, die ist schon ein bisschen. Der ist schon mal besser. Ja. Das ist ja wieder so ein Torpedo. Der hat schon wieder da hinten einen. Meine Fresse. Der hat meine Fische alle weggeholt. Guck mal, der hat auch einen Ausschlitzer. Zack. Ja, das ist auch gut so. Das sag ich ja, das passiert denen auch. Allen anderen. Was ist mit dir eigentlich jetzt? Da ist nicht so viel jetzt mehr. Jetzt ist ruhig geworden, ne? Ja. Kann das sein, dass du vorher auch ein bisschen näher muss. Ui, Spiegler. Oh, schön, ne? Größer. Nicht so klein? Doch nicht. Kein Schlüpferstürmer? Nein. Guck mal. Weil er sich fein dreht. Das ist ein schöner. Macht er fein mit, der Jungs. Aber es ist ein Schuppi. Schuppi? Schuppi. Sicher? Ja. Ja. Oh, wieder verhorbt hier. Weil ich zu dir hier hinguck. So kann ich keine Fische fangen. Komm, Schätzke. Da ist er schön da reingeschwommen, wa? Ja, hat er mitgemacht. Halt eben still, Junge. Ja, das können die gut hier. Was? Das sind alles Zappelfillige. Zappelfillippe im Kescher. Ach. Wie die Bekloppten. Oh, gut, der war jetzt im Finger drin. Ist noch scharf? Oh, der ist komplett eben drin. Eben rausholen, zack. Ja, gut. Gott sei Dank ohne. Ohne Widerhaken. Boah, hast du schon mal einen mit Widerhaken komplett drin gehabt? Ja, bis im Krankenhaus. Ja, bis Krankenhaus, ja? Ja, rausschneiden. Ich hab selber rausgeholt. So. Vierer Karpfenhaken. Oh, den holst du nicht selber raus. Da hast du recht. Da ging nichts mehr. Oh, Schätze. Da war auch nicht mit durchstechen und dann rausziehen und ab. Sag mal, du haust hier denn gerade selber eine Beule. Ja, die sind hier. Irre sind die hier. Die Hüpfosse. Hä? Die Hüpfosse. Ja. Das ist hier immer so.
So. Da habt ihr. Schubler. GoPro-Aufnahme, stopp. Ist an. Oha. Beim Rausschieben. Ernsthaft? Ja. Kommt's klar? Ich denke die ganze Zeit, wieso geht das nicht hier drauf? Warum ist das so verkantet? Oh. Jetzt weiß ich warum. Voll am Fisch dran, sagt er. Ja, komm, dann holen auch anständig raus. Das schön ist wie Marginangeln. Hier vorne. Ja. Ja, mal gucken, aber da ist auch Dampf hinter. Entschuldigung, was? Ich langweile dich, ich merke schon. Es langweilig. Nein! Ist. Oh, Jungs. Oh. Tim, hier vorne. Margin. Die alle mit ihr Margin. Margin. Ich leg gleich meinen Pelletkorb auch hier unten. Margin. Du kannst von Hand füttern, brauchst nicht immer aus. Guck mal hier. Ja. Geht jetzt bei mir rein. Der ist drunter. Der ist schon drunter. Ich will keinen Tüttel an mir. Warte, ich muss sowieso. Dann mach langsam. Vielleicht war der da schon drin. Ah, nee, da hinten war er nicht drin. Doch, oh, Glück gehabt. Der war drüber. Echt? Du könntest ja hier vorne reinlegen. Das will ich gar nicht. Ich will kein Margin machen. Ich will kein Margin machen. Ja. Oh, das ist. Aber ball dich jetzt ein bisschen, ja? Ich ball mich nicht. Wie dummer Hatten. Komm, zieh den mal raus. Mach mal ein bisschen, du musst mal richtig ziehen. Mach mal richtig drauf. Ja. Die Nummer hatten wir heute schon mit Mach mal. Einmal ist gut. Ich habe bestimmt schon 10 Mal heute. So, schön, ja. Ja, kommt doch schon. Dann hol den mal auch schön raus. Jetzt machen wir schön Fotos. Erstmal gucken, was da küt. Erstmal rauskriegen, was? Erstmal. Jung, lass ja Zeit. Muss erstmal in Kescher. Konzentrier dich jetzt mal ein bisschen. Ja. Concentration. Ah, du machst auch viel mit der Schnur, ja? Da gibt's alles. Auch alles läuft Schnur, alles ja? Übers Gummi. Also wie eine Rolle im Prinzip. Machst du mit der linken Hand den Gummi? Ich mache jetzt den Gummi wie Bremse von einer Rolle. Okay, ja, interessant. Jetzt hole ich den ran und wenn der flüchtet und ich merke, wird zu stramm, gebe ich Gummi wieder frei. Und jetzt ziehst du den mit links hast ran. Hast du das hier drin. Und hältst du fest, ja, das ist und klar. Hier hast du den Rest so. Ja, manche haben das im Mund. Ja, aber so wie du machst, ist schon, denke ich mal, besser. Im Mund ist blöd. Hast du nachher die Dritten irgendwo was? Ja, die habe ich zum Glück noch nicht, aber kann ja alles ja, noch werden. Also, ich kenn den das nach, kann alles noch kommen, ne? Und dann flupp. Flupp. Knabbert das weg hier. Ah, oh, Jungs. Da kann man vorstellen. Aber der dauert noch. Ja, lass dir Zeit, ist egal, aber Hauptsache du beeilst dich. Nein. Ich bin ja gewillt zu warten für einen schönen Fisch. Ist der nicht schon ziemlich weit vorne? Doch. Was hast du da eigentlich von der Pose drauf? 0,3 Gramm. 0,3 Gramm, das erinnert mich am Hafen. Englisches Modell. Hä? Englisches Modell. Also meine Posen hole ich in England. Du fährst nach England? Nein, lass schicken. Ist nur mit dem Zoll immer eine Katastrophe. Ehrlich also jetzt? Also für 10 Posen brauchst du keine Bestellung machen. 100, das ist gut, das macht Sinn. Okay. Und ich habe mal gemacht vor 2 Jahren eine Bestellung, 200 Stück. Okay. So, dass ich alles, was ich so brauche, abgedeckt habe. Und da zähre ich heute noch von, ich glaube noch 2 Jahre oder 3. Ja, aber nicht, wenn ich auch anfange mit der Kopfrute. Nee, dann nicht. Dann zählst du da ein halbes Jahr. Greifst du dreimal da rein, dann ist die Hälfte weg. Ein halbes Jahr zählst du dann da.